Ist das hier etwa Cristiano Ronaldos Karriereende auf der Bank von Manchester United? Denn Man United hat ohne ihn so gut gespielt, dass Erik Ten Hag ihn wahrscheinlich auch beim nächsten Mal nicht von Anfang an stellen wird. Wird Ronaldo so enden auf der Bank bei United? Das habe ich mich heute gefragt, denn United hat sehr gut gespielt. Fairerweise muss man sagen, gegen ein klar dezimiertes Liverpool. Ich meine, die hatten ja kaum mehr wen auf der Bank überhaupt, zwei Ersatzkeeper. Und trotzdem sogar eine der schlechtesten Liverpool-Mannschaften seit 2, 3 Jahren, muss ich so ehrlich sagen. Also wie die gespielt haben, so mit so wenig Aggressivität, vor allem in der ersten Hälfte, das kenne ich ja gar nicht. Da muss der Klopp nachher in der Kabine eigentlich ausgetickt sein. Das kann ihm ja nicht gefallen, Freunde, dass Liverpool so dermaßen schlecht gespielt hat, gerade in der ersten Hälfte. United, die wirklich kein gutes Selbstbewusstsein haben, haben das Spiel komplett dominant übernommen, wirklich immer wieder Liverpool überrollt, hätten sogar höher führen können. Also in der zweiten Hälfte war Liverpool dann auch besser und hatten Chancen und deswegen 2-1, finde ich, geht auch so in Ordnung. Aber, liebe Freunde, Kompliment an Erik Ten Hag. Props dafür, dass er sich getraut hat, endlich mal Harry Maguire aus dieser Mannschaft zu tun. Varane, bosshaft gespielt. Martinez, bosshaft gespielt. Also wirklich, die beiden Jungs in der Abwehr, top, das kann das neue Duo werden. Ja, ganz ehrlich, die beiden haben richtig gut verteidigt. Klar muss man auch sagen, das Spiel heute war zwar gegen Liverpool, war aber so vom Spielerischen her wahrscheinlich einfacher als so Spiele gegen Brentford oder so. Warum? Weil Liverpool spielt offensiv, wird offensiv spielen, heute haben die Abstände überhaupt nicht gestimmt. Dann hast du es relativ leicht zu kontern. Das kannst du gegen Brentford nicht machen, weil die stellen sich hinten rein. Ja, oder Brighton oder sowas. Also deswegen war es für United heute wahrscheinlich relativ einfach. Es wird schwierig sein, wenn sie wieder gegen so einen Gegner spielen, der noch aggressiver ist als sie und noch viel defensiver spielt. Das wird dann nochmal interessant zu sehen sein. Zu Ronaldo. Ich weiß nicht, ob er jetzt wechselt. Er wirkte komplett unhappy. Kann man natürlich auch verstehen. Ja, ich weiß nicht. Du sitzt da auf der Bank, kommst erst in der 85. Minute rein. Die anderen haben auch alle gut gespielt. Das heißt, warum sollte er jetzt nächste Woche was ändern? Sieht für Ronaldo ganz, ganz, ganz schlecht aus. Könnte sein, dass er sich komplett verspekuliert hat. Er wollte wechseln, hat nicht geklappt. Jetzt muss er auf der Bank sitzen. Erik Ten Hag lässt lieber Martial spielen, der heute auch super gespielt hat. Rashford auf einmal wieder in Form. Sancho, tolles Tor gemacht. Wo soll Ronaldo da spielen? Also, ganz heikle Lage, Freunde. Ganz, ganz, ganz heikle Lage. Ich hoffe, dass Ronaldo da irgendwie rauskommt. Ich hoffe, er kann noch wechseln. Ganz ehrlich. Eure Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns später wieder. Und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.